Hallo Leute und willkommen wieder zum nächsten Part von The Legend of Zelda Majora's Mask. Jo. Im letzten Part haben wir den Tempel betreten, haben uns die Geschichte des Affen und die Prinzessin angehört. Jetzt geht's mal weiter. Wir müssen hier das Feuer nehmen. Dann werden wir verfolgt von Motten. Die sind nämlich sehr feuergeil. Und Link will, glaube ich, wieder da reinspringen. Nee, hä? Betrug. Was soll denn das? Ach nee, warte mal, scheiße, ich hab was Dummes gemacht. Und wir haben nur noch einen Dekustab, den müssen wir weise nutzen. Juh, im letzten Part haben wir halt, sind wir halt auch gestorben. Aber nur wegen dem Sumpf und der Fee, wo man eigentlich auch nichts tun konnte. So, Eingang ist verbaut. Aber lassen wir das einfach hinter uns und versuchen hier voranzukommen. In diesem wunderschönen Tempel. So schnell hier. Es geht die Flamme aus. Und die Motten verfolgen uns auch schon. Sehr schön. So, ich mache jetzt das Feuer extra aus hier. So. Oh, es gehen die Motten hier hin. Da oben geht es aber noch weiter, also gehen wir noch nicht durch diese Tür. So, schnell, 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 schnell. Wir müssen den weise nutzen, diesen Stab. Hopp. Wieder hoch. Und wieder ausmachen. Ja, toll, danke. Ja, warum denn? Da ist schon wieder so ein dreckiges Nest. Oder ist das noch von vorhin? Ach, ich bin verwirrt. Ich lasse das jetzt mal. Na, ah, kein Schaden nehmen, Link. Schnell hoch. Ne, warte mal. Scheiße, falsch gelaufen. Nice, ausgetrickst. Oh, geiler Sprung. Los. Nice. Ne, was? Dass bei Let's Plays immer so schief gehen kann, ey. Mein Gott. Juhu. Das kotzt mich jetzt an mit dem dreckigen Stab. Was gibt's hier? Tür ist zu. Was wollt ihr denn, ne? Kommt her. Ich brauche eh gerade mal was, um rauszulassen hier. Komm. Trau dich. Ihr wollt mich ja eh nicht rauslassen. Was los? Nice getötet. So, und du da hinten, du guckst auch so komisch. Ich schalte jetzt mal auf die Defensive. Aber der wollte halt nicht angreifen. Hä, ich hab doch abgewehrt. Was soll denn das? Das ganze Spiel will mich doch verarschen heute. Na los. Lächerlich. Gibt's dafür irgendwie was? Ja. Naja, okay. Mal sehen, was da drin ist. Bestimmt die Karte. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Ne, der Kompass. Auch gut. Da können wir immer sehen, wie viele Feen es hier gibt. Von 15. Oh, so schlecht sind wir gar nicht. Der Tempel hat auch nicht so viele Stockwerke. Na nee, ohne Karte wissen wir das ja schlecht. Ja, jetzt brauchen wir Dekostäbe, toll. Geh mal weg da. Ich muss hier raus und nur ein paar Stäbe farmen an dir. Los, gib mir Stäbe. Nicht Dekonüsse, Stäbe. Das ist einfach nur Fail heute. Einfach nur Fail und Pech. Der will mich doch mobben. Ich will auch nur Stäbe haben, Mann. Komm, einer. Mit einem wäre ich schon zufrieden. Zack.
Machen wir mal eine Version. Machen wir das jetzt mal ganz anders da. Der ist angeblich zu dumm und will mir keine geben. Also holen wir uns so Stegostäbe. Was? Warum denn nicht? Ich guck nach oben, damit ich den Stab holen kann. Danke. Wie gesagt, durch den Hals und man kriegt halt Stäbe. Mit dem Kopf kriegt man halt Dekonüsse. Schöne Info, oder? Es sei denn, ihr wusstet es schon. Die Spinne fühlt sich jetzt auch wieder richtig geil. Dass sie aber auch nicht tot bleibt. Was mache ich da eigentlich? Das ist mal wieder voll unnötig. Ich meine, die bleibt ja an. Ich geh mal weg da. Das wollte ich doch auch nicht so machen. Ich komme da noch rüber. Ganz einfach. So. Ah ne, wir haben ja nur einen Stab. Oh Mann, aber bitte mach's jetzt nicht nochmal falsch. Das wäre ziemlich nett von dir, Link. Die Motten sind aber weg. Ja klar, komm. Ohne Motten geht das schon. Ich warne dich. Und dann kommen sie wieder. Toll gemacht. Los, 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 rüber. Sauber. Mach das aus, mach das aus. Oder verbrenn einfach. Ha, nee, ich hab noch, lol. Betrug. Das war irgendwie betrügerisch. Aber egal. Ich geb mir auch auf die Eier. Zwei Stäbe, gut. Gibt's hier noch was? Nee, nur Licht. Geh mir mal nach oben. Und hier ist alles dunkel irgendwie. Sei auf der Hut, ich spüre hier sehr viel Böses. Echt? Mach ich mal Schutzschild. Oh, ich seh's auch. Danke für die Warnung, Taya. Aber wenn wir hier alles töten, kriegen wir, glaube ich, auch eine Fee. Und das ist einfach nur scheiße. Was soll denn das hier? Ja, warte mal, hier gab es doch irgendwie noch... Wow! Ganz ruhig. Ich will hier nur die Flamme haben. Ich habe gesagt, ganz ruhig. So, jetzt schnell weg hier. Hier müsste es irgendwo Flammen geben. Da zum Beispiel. Und da. Und da. Jetzt sehen wir alles schön. Auch die schönen Gegner hier. Hallo. Ganz einfach. Und dann kriegen wir eine schöne Kiste. Und ich hoffe mit einer schönen Belohnung. Obwohl, ich habe es ja eh schon gesagt, es wird eine Fee sein. Gut so. Dann gehen wir mal hier weiter. Und dieser Raum wird mir jetzt schon nicht gefallen. Wir holen mal kurz die Feenmaske raus. Damit ich sehen kann, ob es in eine Fee geht in diesem Raum. Na, erstmal nichts. So, jetzt müssen wir überlegen, wollen wir erst diese Deppen da killen? Wenn das mal so weit kommen würde. Nö, geht nicht. Also lebensmüde sein. Naja, Link bleibt eh gechillt bei sowas. So, wir verstecken uns mal hier drin. Oh Gott. Komm, 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 komm. Geh da rein. Gut gemacht, Link. Die können jetzt so einen elektrischen Schlag verpassen. Verpassen, genau. Verpassen und das ist nicht so gut. Komm jetzt, wir müssen jetzt irgendwie hier durch. Jetzt. Renn, 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 renn. Ich meine, flieg. Unwichtig. Lauf, lauf, lauf. Wird man ja verrückt hier. Okay. Wie geht's denn hier so weiter? Hier ist ein Schalter. Den betätigen wir mal. Taya wollte jetzt irgendwas sagen. Und eine Treppe erscheint aus dem Nichts. Super. Okay, zwei an derselben Stelle. Bisschen unnötig. Aber okay. Taya, ich denke, du wolltest irgendwas sagen. Ach so, ja klar. Wir wollen ja jetzt die Fee holen. Danke, Taya. Auch wenn du das nicht gesagt hast. Ich hab's irgendwie gefühlt.
Hallo. Komm her. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. So. Wollen wir jetzt darüber? Müssen wir darüber? Nö. Obwohl, wir haben keine andere Wahl, oder? Nee, das ist doch der Eingang. Was will ich denn beim Eingang? Gar nichts. Da ist ein Schalter. Von dem will ich aber was. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts Falsches. Nö, passt schon. Hat der ist zu leicht. Okay. Jetzt müsste das... Was ist das? Ist jetzt eigentlich auch egal, wenn wir hier runtergehen, denn wir haben jetzt eh eine Leiter gebaut. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gehen wir einfach mal dahin. Spring, mein Kleiner! Du bist ganz cool. Dann bleib mal weiter cool und du auch. Hä? Der hat das voll auf abgeblockt. Aber den Start nehme ich gern mit. Die sind ja wichtig. Öffne mal das. Was ist denn da drin? Ja, eine Fee. Toll. Aber wie komme ich jetzt weiter? Irgendwie mit Feuer. Da brennt ja Feuer. Aber was können wir damit anfangen? Ich könnte was versuchen, aber das wäre doch lebensmüde. Versuchen wir es mal. Wir gehen wieder da hoch. Selbst dann wüsste ich aber nicht, was uns das weiterbringen würde. Von da... Ne, warte mal. Ich nehme alles zurück. Wir sind einfach nur... Ich bin einfach nur dumm. Naja, okay. Dann geht's halt hier weiter. Ist halt die Frage, wollen wir da reingehen oder... Da, wir gehen einfach mal da rein. Ne, dann bleibt mal lieber der hier. Vielleicht kommt ja was Bestimmtes. Und ja, der Zwischenboss. Hallo. Boah, schon am Anfang solche Leute. Nee, da kannst du eh nichts anfangen mit. Das ist zu Mann und nicht für Dekus. Ach, wodurch hast du mich denn jetzt wieder erwischt? Oh, Feuer kann man nicht ablocken. Nur ausweichen. Komm her. Haha. Solche Gegner sind richtig cool. Oh, abgeblockt. Oh, du bist ein ganz cooler. Oh. Schade. Du warst cool. Das war doch nicht der Zwischenboss, glaube ich. Ja, weil das wäre ein bisschen zu lame gewesen. Aber wir kriegen hier was Schönes. Oder doch? Was ist da wohl drin? Natürlich. Pfeil und Bogen! Du hast den Heroinbogen erhalten. Platziere ihn auf C, drücke C, um zu zielen und halte C, dann lädt er Pfeile und so. Und mit C schießt du dann wieder. C, 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 C. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nette Pfeile. Sehr nützlich. Jetzt weiß ich nämlich auch, wie wir weiterkommen. Schade. Aber dieser Boss war cool, dieser Zwischenboss. Und da ist schon mal ein Auge. Schießen wir auch mal ab. Ich finde aber, in der Originalversion ist der Bogen schöner. Da ist er nämlich Gold und hier ist er so goldbraun. Oder ist es einfach nur ein Bug? Und wieso treffe ich jetzt nicht? Ich muss da erst wieder reinkommen. Das Wasser steigt, oder? Nö, nur die Plattform. Ach so, okay. Alles klar. Gehen wir einfach mal hier rein. Achso, der Pfeil und Bogen, dazu sage ich noch mal ein bisschen was. Denn mit dem Pfeil und Bogen können wir jetzt hier diese Augen halt abschießen oder andere Sachen abschießen. Das ist ziemlich nützlich in diesen Dungeon oder generell in Zelda-Spielen.
Gehen wir da rein. Und es kommt wieder ein Boss. Jetzt läuft's hier aber. Oh, hallo. Wer bist du denn? Ein Froschi. Schieß mir doch gleich mal ab hier. Ach, du kannst ja gar nichts. Ah ne, ist noch nicht vorbei. Was geht denn jetzt ab? Wow. Ein Frosch. eine Schildkröte und ein Frosch. Zack, abgewehrt. Ganz einfach, jetzt müssen wir uns in diesen kleinen Deko-Jungen hier verwandeln. Und wenn er kommt, müssen wir rausspringen. Genau. So, dann... Das ist so ein... Boss, da muss man nachdenken. Und dann dieser Frosch hier. Der fühlt sich immer obergeil. Den müssen wir immer abschießen. Der lacht uns nämlich aus manchmal. Komm halt an. Brav. Los, verwandel dich. Gut. Wir haben doch schnell abgeblockt. So, der wird jetzt gleich wiederkommen. Und rausspringen. Nice. So, dann wieder hier zurückverwandeln, Pfeil nehmen und schön in seinen Kopf. So, der lacht wieder. Ja, das ist manchmal richtig scheiße an meiner Steuerung. Zack. Aber okay. Das ist ein Gecko. Diese Biester hören nicht auf, ständig herumzurennen. Okay, ja, dann ist es sogar besser, wenn wir es töten. Verwandel dich wieder. Versuch da reinzugehen. Versuch da reinzugehen. Komm, wer ab. Oh, gerade noch so. Auch wenn er ein Lag war. Oh, noch erwischt. Nice. Zurückverwandeln. Jetzt schaffen wir es, ihn down zu... Wo ist der? Das lief so gut, jetzt sehe ich den nicht. Da. Oh, nice. Der ist sogar noch gestorben. Okay, die lösen sich auf. Nö, guck mal, er wird zum normalen Frosch. Süß. Und da drin ist der Master Key. Schon haben wir den Master Key gefunden. Das ist cool. Aber so groß ist der Dungeon, glaube ich, nicht. Aber wo ist die Karte? Da, 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 da. Jo, der sieht immer noch cool aus. Du hast den Master Schlüssel gefunden. Jetzt kannst du die Tür zur Kammer des Endgegners öffnen. Masterschlüssel sind dazu da, damit man zu dem Endboss immer rein kann. Denn immer vor jedem Endboss ist so eine riesige Tür mit so einem riesigen Schloss. Das kann nur der Masterschlüssel öffnen. Und jo. Du Frosch machst jetzt keinen Unsinn mehr hier. Der freut sich lieber. Nacht des ersten Tages verbleiben 60 Stunden. Das ist aber egal, wir haben genug Zeit, um das hier abzuschließen. So. Gucken wir uns mal hier um. Okay. Wir gehen mal zurück. Vielleicht habe ich auch ein paar Fehlen verpasst. Kann auch sein. Wie viele haben wir denn? Hä? Steht das nicht hier? Ja doch. 5 fehlen uns noch. Und ich hoffe, wir finden sie. Klar, wird schon hingehen. Werden wir schon schaffen. Und da sind wieder dämliche Motten. Sieh nur, von hier oben haben wir einen besseren Überblick. Da hast du recht. Hä, ob das geht? Nee? Doch, das geht. Die Pfeile brennen. Hä, geht das nicht? Ich dachte, wenn man das so anvisiert und dann Feuerpfeile draufballert, würde das auch entzünden. Ach so, es geht nur, wenn man davor trifft. Ey, das war's, das wieder normal. Und wir können da hoch. Wunderschön. Ziemlich schön gemacht hier. Jetzt kommen wir auch hier schon weiter. Und können vielleicht diese Tür da öffnen damit. Denn jetzt, wenn wir diese Flamme haben und dieses Drehding, was aussieht wie eine Blume, eine Holzblume. Oh, das wird jetzt nerven. Das wird auch nerven, wenn ich das jetzt mache. Aber ich war schon immer der bessere Schütze als Juli. Kann man nämlich so hier machen und so hier und daneben schießen und ja. Besser zielen.
Das muss ich erstmal noch lernen hier. Bisschen höher. So? Das war zu hoch. Oh, das ist nervig. Das kostet mal wieder unnötige Zeit. Ey, voll erwischt. Ach, der war... Der, oh. Hab ich's verkackt? Nee, das ist scheiße. Diese Stelle ist scheiße. Oh, aber trotzdem geschafft. Dann müsste die Tür aufgehen, genau. Wo sind wir denn hier jetzt? Da müssen wir nicht hin. Da auch nicht. Aber da, was jetzt kommt. Na und? Skillersprung. Oder normaler Sprung. So, dann kommen wir hier hin. Ach, da hinten ist schon der Master. Ah, hier gibt es aber noch Feen. Das sieht man an diesen lilanen Pünktchen, die aus der Maske rauskommen. Ah, die sieht man sogar. Oh, wir haben gerade ein schönes Viech getötet. Ah, aber das ist mal wieder hier drin so laggt, ey. Vielleicht finden wir noch ein paar Feen. Wenn wir die töten zum Beispiel. Ach, hier sind ja überall welche. Das wollen wir aber nicht. Okay, dann werden wir diesen Master heute noch machen. Habe ich gerade mal so beschlossen. Dann wird der Tag... eigentlich ist die Folge gleich vorbei, aber für euch mache ich es heute dann mal länger. Ja, komm. Komm schon. Stirb. Vielleicht keine Pfeile mehr hier. Okay, dann sauf halt. Nein! So, verhandel ich mal den hier. Wir suchen hier ja noch ein paar Feen. Ich habe da, glaube ich, gerade eine gesehen. Ja, komm her. Fehlen nur noch 4. Aber ich glaube nicht, dass hier noch 3 Stück sind. Ich meine, das wäre ja zu schön, ne? Ich mache nochmal hier alles kaputt, um vielleicht doch ein paar zu finden. Doch, hier sind noch 2. What the fuck? Dann haben wir vielleicht ja nur eine verpasst. Das wäre... Nee, hier sind alle. Das ist ja schön. Alle Feen haben wir hier gefunden dann. Nee, 13, 14. Nee. Kann ich nicht zählen? Bin ich bescheuert? Was hat der Link denn jetzt gerade für ein Problem? Vielleicht finde ich das ja dann da hinten. Ja, auf jeden Fall gehen wir erstmal hier runter. Und gehen nochmal hier hoch. Schade, ey. Es wäre echt cool gewesen, wenn wir alle Feen zusammen sofort gefunden hätten. Aber das ist halt nicht so gewollt, dass wir halt alle finden sofort. Aber auch okay. Zack. Nummer 13. Dann ist das die 14 da hinten. Oh, die werde ich skillig holen. Die verlangen bestimmt irgendwas Dummes, aber das werde ich nicht machen. Ich werde eiskalt das hier machen. Und dann zu mir rufen. Komm zu Mami. Hahaha. So, was würde eigentlich passieren, wenn wir das abschießen würden, hier das Ding? Komm. Ganz ruhig, Link, ganz ruhig. Wir haben Zeit. Link? Komm schon, komm schon. Hallo, wir haben nicht mehr so viele Schüsse. Schöner Schuss. Ich glaube, jetzt haben wir Zeitdruck. Oh, wie wir das haben. Das war lebensmüde. Mach sowas nie wieder, Link. Komm schon. Jetzt da hoch. Bevor das Feuer wieder angeht. Das kann nämlich wieder angehen. Aber nö. Alles gechillt gemacht. Die Fee haben wir auch gut geholt. Und jetzt müssen wir nur noch dahin. Und die letzte Fee werde ich anscheinend nachholen müssen. Aber komm. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Super. Boah, die Musik wird hier irgendwie anders da.
Nö, hier ist auch keine Fee mehr. Ist hier vielleicht noch eine Fee? Nö, auch nicht. Kein Bock. Kein Bock. Ja, wo die letzte Fee halt ist, werde ich halt wie gesagt nachgucken. Und hoffen, dass ich sie finde. Und wir gehen jetzt einfach mal in den letzten Raum zu dem Boss. Was geht hier ab? Oh, ein schöner Beat hier. Wer bist du? Auf jeden Fall kein netter Geselle. Odalva, willenloser Dschungelkrieger. Okay, dann komm mal her, du Dschungelkrieger. Zeig mal, was du so kannst. Oh. Der hat ziemlich ein Damage. Der ist ziemlich aggressiv anscheinend. Bei dem hier zu kontern wäre dumm von mir. Warum hat er mich geschlagen? Ich hab doch abgeblockt. Friss mein Pfeil. Zählt nicht. Nee, hier muss man irgendwas anderes machen. Der will hier nicht geschlagen werden. Aber was soll ich denn tun? Nee, der blockt alles ab. Ich versuch's mal mit dem Deko, Junge. Ich will da rein. Ich will da rein. Wow. Ganz ruhig. Ich will nur da rein. Damit ich dir wehtun kann. Nett? Hä? Ist der gerade zu mir hochgekommen? Geh da runter. Hier sind Bomben. Boah. Gut geschmissen. Komm, explodier. Was? Kein Grund hier auszurasten. Was soll das denn? Du nervst mich. Was willst du denn hier? Was wollt ihr denn, ihr kleinen Viecher? Oh, ich habe ihn geschlagen, irgendwie. Irgendwie habe ich ihm wehgetan. Okay, ich sollte mehr auf meine Death scheißen. Das ist ja einfach so. Auch wenn er mich dann voll oft erwischt. Aber es wäre besser, einfach mal schnell zu sein und einfach den in die Fresse zu ballern. Ich finde das so unlogisch, wenn man das Schild aktiviert, kann er ihn trotzdem... Was, hör auf rumzuheulen. Oh, scheiße, hier kommen Motten raus. Du kommst wirklich aus dem Busch. Du Dschungelkrieger. Der kann auch eine böse Attacke, glaube ich. Ja, toll. Ach, das kann mir... Scheiße. Die können mich trotzdem angreifen, auch wenn ich abwehre. Und Sprungattacke! Angriff! Ja, der ist schon cool für den Anfang. Cooler erster Boss. Oh. Spielt er hier Beyblade? Das wollen wir ja nicht. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, ausgewichen. Und Angriff! Nice! Kassier! Wow! Boah, da kickt der mir eiskalt in die Schnauze. Ist mir egal, was du laberst. Ich will dich nur noch tot sehen. Wow, was ist das denn? Los, Angriff. Oh, auch ohne anvisieren. Egal, scheiß drauf. Denkst du, ich sehe dich nicht? Ich sehe dich sehr wohl. Okay. So lange hält er, glaube ich, nicht mehr durch. Hä, der hat mich damit mal getreten. Ja, du tanzt wie ein wunderschönes Mädel, aber du bist tot und das nützt dir nichts mehr. Kommt der eiskalt noch ein Viech auf meinen Kopf. Doch, ich mag den Boss. Der ist stark. Der kann auch so eine Feuerattacke. Die ist auch ziemlich stark. Und wir erhalten einen Herzcontainer. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Energieleiste erhöht sich um 1. Um ein Herz halt. Und man wird vollständig geheilt. Und wir kriegen seine Maske. Ja, geh mal raus hier. Odolvas Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diesen maskigen Körper Odolvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Juhu. Und der Part geht jetzt nur länger, weil jetzt noch eine kleine Geschichte kommt.
beziehungsweise Story. Wir landen irgendwo. Im Nirgendwo. Wer ist? Was ist das? Wer ist das? Warte, hör doch, er scheint etwas zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Weinen so etwas wie eine Melodie lehren möchte? Es weint. Steh nicht einfach rum, schnapp dir dein Instrument. Wir versuchen's mal. Ob das wohl ein Lied ist? Es ist ein Lied, ein sehr schönes Lied. Gesang des Himmels. Ziemlich schön, dieses Lied. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Ruf uns. Das hat er gesagt. Wie sollen wir ihn rufen? Und das Wasser wird wieder normal. Daumen hoch für diesen Part und wie es dann weitergeht, sehen wir im nächsten. Daumen hoch für dieses epische Ende, würde ich mal sagen. Der Boss hat schon viel zu bieten gehabt, aber ja, wie wird's weitergehen? Wir sollen jemanden rufen, aber wissen nicht wer oder wen. Vielleicht finden wir das alles im nächsten Part heraus. Daumen hoch und abonnieren und alles Mögliche. Ciao, wünsche Nintendo LP.